Als ich heute reingeflogen bin nach Wien, da musste ich an etwas denken, was man nicht alle Tage erlebt. Das war mein erster Flug nach Wien. Und wir waren in Stuttgart und kamen an den Flughafen, meine Frau und ich. Und dann gehst du da rein, wo der Check-in ist. Und dann durch die Schleuse durch. Und da standen, ich würde mal sagen, mindestens 2-3 Dutzend kreischende Teenager. Und wir kamen dahin und die schrien, wo fliegt ihr hin? Wo fliegt ihr hin? Da haben wir gesagt, nach Wien. Dann haben die geschrien, ja, ihr fliegt nach Wien. Ihr seid in ihrem Flugzeug. Wir hatten null Ahnung. Wir wussten überhaupt nicht, was los ist. Und dann haben wir sie gefragt, was ist denn los? Ja, sagen sie, ihr habt ja keine Ahnung, ihr fliegt mit ihnen, oh, geht's euch gut und so weiter und so fort. Am Abend vorher war in Stuttgart in der Schleierhalle, in der größten Halle dort, ein riesiges Konzert gewesen von einer Teenagergruppe, die hieß Take That. Ja? Und einige von euch kennen die noch sehr gut, einige ein bisschen. Wir kannten sie damals, sie waren gerade am aufsteigenden Ast, so ganz auf dem Höhepunkt, kurz davor. Und ein junger Leadsänger, der hieß Robbie Williams, ja, habt ihr noch nie gehört hier in Österreich, ja, der gehörte auch da dazu. Meine Frau und ich hatten keine Ahnung. Und wir sollten also da nach Wien fliegen und die flogen auch nach Wien zu einem Konzert hier in Wien. Jetzt war das eine ganz kleine 50-Sitzer-Propellermaschine. Winzige Maschine. Und es gab außer dieser Gruppe Take That nur noch 4 Fluggäste. 2 waren meine Frau und ich und noch 2 andere. Und ich werde diesen Flug mein ganzes Leben nicht vergessen. Es war der schönste Flug nach Wien, den du dir vorstellen kannst. Weil wir haben uns dann natürlich schnell informiert. In der Zeitung stand dann schon drin von dem Konzert am Vorabend von der Schleierhalle und sie alle ausgerastet sind und so weiter. Und wie es so kommt, saß dann Robbie Williams genau vor meiner Frau. Und wir waren ja unbedarft, sagen wir, okay, nett, die sind ganz normal. Und kaum war das Flugzeug in der Luft, dann ging es richtig zur Sache. Also es sind die Band und ihre Crew waren dabei und dann haben die erstmal Nüsse ausgeteilt bekommen von den Stewardessen und so weiter. Und dann fingen sie an, im Flugzeug oben in der Luft eine Nüsse-Schlacht zu machen. Und die Nüsse flogen uns um die Ohren und so weiter. Und Robbie Williams war sehr entspannt und legte sich zurück. Und meine Frau hatte gerade das Tablett so vor sich ausgeklappt und sagt, entschuldigen Sie, können Sie nach vorne ein bisschen gehen? Er schaut sich um und sagt, kein Problem. Er war ganz höflich, ganz nett. Und erst im Nachhinein, ja, nach vielen, vielen Stunden und nachdem wir das hier in Wien einigen erzählt haben, die sich wirklich auskannten, ist uns bewusst geworden, was da oben eigentlich passiert ist. Und dann dachte ich heute, nur ganz, ganz, ganz wichtige Leute kommen nach Wien. Das kam mir so, ja, und machen hier ihr Konzert. Und dann dachte ich, die allerwichtigste Person, die Wien und Österreich braucht, die ist schon lange hier und ist total in Kontrolle. Und als ich reinflog heute und Wien gesehen habe aus dem Flugzeug, wir sind so ein bisschen über das Schloss am Rande so vorbeigefahren und von weit machst du die schöne, also ihr wisst gar nicht, wie schön ihr es hier habt, ja. Und die Wolken waren am Aufgehen, die Sonne kam so ein bisschen raus und dann dachte ich, Gott liebt Wien und Österreich so sehr. Und er ist schon lange hier und es ist wirklich eine Zeit des Aufbruchs. Die Wolken gingen auf und es war wie ein prophetisches Zeichen über der ganzen Nation. Und ich möchte etwas sagen, auch weil ich ja auch viel rumkomme. Es ist wirklich so, wie der Edwin eben gesagt hat, überall, wo du hinkommst, es gibt fast keinen Ort, wo du nicht hörst, dass Gott etwas Neues wirkt. Erkennst du es denn nicht? So, meine Aufgabe heute Nachmittag ist es, darüber zu sprechen, dass die Gemeinde der Hoffnung der Welt ist. Und Edwin hat eigentlich schon alles gesagt. Er sagt, jeder hier weiß, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. Und ich dachte mir, ich fasse mal 2 Minuten zusammen, was das bedeutet. Und dann gehen wir in etwas, was der Heilige Geist mir sehr stark aufs Herz gelegt hat, darüber zu sprechen. Das hat nämlich damit zu tun. Ihr Lieben, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und wir sind die Gesegneten des Allerhöchsten.
Wir sind die Söhne und die Töchter von Gott. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Da konntest du überhaupt nichts dafür. Er wollte dich haben. Und dann hat er seine Gemeinde gebaut. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden nicht in der Lage sein, sie zu überwältigen. Die einzige Körperschaft auf der ganzen Welt, die nicht überwunden werden kann durch die Pforten des Totenreiches, weil Jesus sie baut. Und es ist das größte Vorrecht, zu dieser Mannschaft zu gehören. Das muss man manchmal einigen Leuten sagen, die zur Truppe von Jesus gehören. Es ist das größte Vorrecht auf der ganzen Welt, zu ihm zu gehören, zu seiner Kirche. Ob das eine kleine lokale Gemeinde ist, eine große oder die weltweite Kirche ist, ganz egal. Es ist eines der größten Vorrechte, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, ihr als meine Kirche, ihr seid das Licht von Österreich. Von den Menschen, die Gott nicht kennen. Ob euch das bewusst ist oder nicht. Mir ist vor einiger Zeit mal was passiert, das hat mich schier erschrocken. Ich kam etwas zu spät bei uns in den Gottesdienst rein. Und kam hinten rechts da am Mischpult vorbei und musste dann an den Leuten vorbei nach vorne. Und bin dann vor und habe später gepredigt. Und dann kam danach jemand auf mich zu, der nicht so häufig im Gottesdienst ist. Und sagte, ich muss dir etwas erzählen, was mir passiert ist. Ich habe gemerkt, der Gottesdienst war schon einige Minuten am Laufen. Ich habe gemerkt, du bist gar nicht da und so weiter. War ganz enttäuscht und so weiter. Dann waren wir in der Anbetung und plötzlich merke ich, wie in der Atmosphäre sich etwas verändert. Wie etwas passiert. Dann habe ich rübergeschaut und ich sah, dass du da reinkamst und nach vorne gingst. Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, es ist so stark, was Gott in uns tut, dass Leute, die mit geschlossenen Augen irgendwo rumstehen und sensibel sind für den Heiligen Geist, spüren, dass du da reinkommst. Weil der Messias, der Herr des Himmels und der Erde in dir lebt und durch dich was tun will. Und du musst wissen, wo immer du hinkommst, in deine Schulklasse, an deine Arbeitsstelle, da kommt jemand in dir dorthin, der das Licht der Welt ist und dich zum Licht der Welt gemacht hat, zum Licht von Österreich. Und deswegen, aus dem heraus, was Gott aus uns gemacht hat, sind wir die Hoffnung, die Zuversicht für diese Welt und für Österreich. Und mir liegt für heute etwas auf dem Herzen, was so ein bisschen auf den ersten Blick so ein bisschen anders aussieht, als vielleicht das Thema sagen will. Aber ich kann nicht anders, als euch das zu verkündigen, was der Heilige Geist mir aufs Herz legt. Als damals, und auch da hat der Edwin das schon gesagt, das ist sehr prophetisch. Edwin, du bist viel prophetischer, als du denkst. Muss ich sagen. Als das Volk Israel durch die Wüste durch ins verheißene Land aufgebrochen ist, hat er gesagt, und sie hatten ein Erbteil, sie hatten eine Bestimmung, sie hatten eine Verheißung von Gott. Gott hat versprochen, ihr werdet in ein Land kommen voll Milch und Honig. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir das glauben, dass auf uns ein Land von Milch und Honig wartet. Ein Land der Verheißung. Für jede Kirche, für jede Familie und für jeden persönlich. Auf dich wartet ein Land der Verheißung von Gott. Und sie brachen dorthin auf und jetzt sind sie da nicht so einfach reingekommen, sondern wenn du die im Alten Testament liest, im Josua, in den alten Propheten, du siehst immer wieder, dass es Dinge gab, die das Volk Gottes verhindern wollten, in das zu kommen, was Gott für sie hat. Und darüber werde ich jetzt sprechen, weil wir sind bestimmt dazu, diese Dinge zu überwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns ist. Und diese Widerstände, das waren Völker, das waren Menschen eigentlich aus Fleisch und Blut, aber die beherrscht waren von finsteren Mächten. Wir würden heute auf gut Deutsch sagen Strongholds. Weiß irgendjemand, was das ist, ja? Also geistliche Festungen. Und die verhindern wollen, dass in Österreich und weltweit das passiert, was Gott geplant hat für uns. Und heute Nachmittag will der Herr dir sagen, es gibt Dinge, die du überwinden wirst. Und wenn du sie überwunden hast, die dich direkt hineinbringen in das Land der Verheißung, das Gott für dich hat. So, wir schauen uns mal diese Leute und diese Feinde an. Die Bibel nennt sie die Feinde oder die Widersacher des Volkes Gottes. Und da werden uns sieben Völker genannt, die wir uns mal kurz anschauen.
oder 7 Feinde, die verhindern wollten, dass das Volk von Gott, dass seine Kirche, seine Gemeinde in das reinkam, was Gott für sie hat. Das erste Volk oder der erste Feind, der uns erwähnt wird, das waren die Hethiter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem uralten Volk gehört habt. Man hat alte Funde in der Archäologie von ihnen gefunden, wo genau bestätigen, dass das, was in der Bibel drin steht, so gewesen sein muss. Und Hethiter oder das Wort Hethiter kommt von der Urwurzel Angst, Bedrängnis, Furcht. Und es ist interessant, dieser erste Feind, den das Volk Gottes überwinden musste, hatte zu tun mit Angst. Und das Erste, was einen Durchbruch, einen Aufbruch verhindern will im Reich Gottes, ist Angst. Angst vor Menschen, Angst vor der Zukunft, Angst vor Krankheit, Angst, was sagen die Nachbarn, Angst, was kommt auf mich zu, dann komme ich aus meiner Komfortzone raus. Und ich wusste, mal ganz ehrlich, ich bin jemand, der mit ganz viel Angst früher aufgewachsen ist, aber als ich zu Jesus kam, war ziemlich meine Angst weg. Ich hatte zum Beispiel Angst vor Hunden. Ich habe noch Respekt vor Hunden, aber keine Angst mehr vor Hunden. Ihr wisst, was ich meine, ja? Und als ich zu Jesus kam, habe ich so ziemlich meine Angst. Ich bin ein fröhlicher Mensch geworden und die Bibel sagt ja auch, die Liebe Gottes vertreibt alle Angst und Furcht. Aber wenn du im geistlichen Dienst bist, merkst du, wie viele Menschen Angst haben. Auch Christen. Und die Medien und das, was um uns herum ist und das, was Menschen reden, auch an der Arbeitsstelle, in der Schule, das ist manchmal angsteinflößend. Gerade, nehmen wir nur ein Beispiel jetzt aktuell, der Atomvertrag mit dem Iran wird überall diskutiert. Außer in Österreich, bei uns überall, ja, bei euch auch. Und den Menschen, ganz viele Dinge, über die geredet wird, haben zu tun mit Angst. Wie man denkt und wie man entscheidet und warum man diese Meinung hat und dieses und jenes denkt, hat ganz viel zu tun mit Angst. Und ihr Lieben, eines der wichtigsten Dinge, die uns ausmachen muss in der Zukunft, ist, dass wir Angst in welcher Form auch immer durch die Liebe unseres Gottes überwinden. Die Hethiter in unserem Leben, die müssen aus unserem Leben raus. Angst ist nicht ein Kavaliersdelikt, Angst ist unser Feind. Angst macht unseren Glauben kaputt, Angst schüchtert dich ein, Angst lässt dich Dinge nicht tun, die du eigentlich tun könntest oder solltest oder auch wolltest. Aber weil Angst da ist, hältst du zurück. Und ich möchte uns so ermutigen heute Nachmittag, dass die Hethiter in deinem Leben, dass sie nur darauf warten, von Gottes Seite her überwunden zu werden. Mach der Angst in deinem Leben den Chaos, indem du die Liebe Gottes jeden Tag neu in dich aufnimmst und sagst, ich bin geliebt, woher sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte mir bangen, wenn sich ganze Heerscharen gegen mich lagern, mein Fleisch zu fressen? So sind sie es, die da straucheln und fallen. Okay, erster Feind, die Hethiter. Zweiter Feind, um in dieses Land reinzukommen, muss er überwunden werden. Und das waren die Girgasiter. Hast du auch noch nicht gehört, vielleicht so häufig, auch noch nicht so viele Predigten drüber gehört, über die Girgasiter, aber die haben es in sich. Girgasiter kommt von der Stammwurzel schlammig und lehmig. Das ist ganz interessant, es war weder fest noch flüssig. Es war schlammig und lehmig. Und die Girgasiter, die so weder flüssig noch fest sind, die sprechen von Kompromissen. So ein Zwischending. So nicht kalt und nicht heiß, sondern im Neuen Testament lesen wir, warum seid ihr? Ganz genau. Und ihr Lieben, eines der heißesten Dinge, wirklich heißesten Dinge, die wir brauchen in dieser Zeit, wenn der Heilige Geist fällt und sein Feuer uns entzündet, ist, dass wir uns ganz klar gegen jede Form von Kompromissen in unserem Leben stellen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, sagt Amen. Da gibt es so ganz, ganz viele Dinge. Ich habe jetzt jemanden getroffen am Sonntag, er hätte dabei sein müssen. Während der Predigt fing eine ältere Dame im hinteren Teil des Gottesdienstes an, laut zu schreien und dämonisch zu manifestieren. Und als sie nicht aufhörte und immer wieder manifestierte, haben sie unsere Ordner drum gekümmert.
Und ich dachte nachher, ich gehe mal hin und guck mal, was mit ihr los ist. Pastoren sind echt neugierige Leute. Also bin ich da ganz hinter zu der Dame und da saß sie und zitterte und dann habe ich gesagt, ganz entspannt, was ist denn los? Je mehr jemand überreagiert, ihr Lieben, umso entspannter müssen wir sein. Relax. Na ja, was ist denn los? Ja, sagt sie, sie kommt aus Hamburg und sie war früher Christ und eigentlich will sie es auch noch sein, aber dann hat irgendein Satanist sie abgefüllt, so sagt sie. Manchmal stimmt ja auch nicht alles, was Leute einem erzählen, manchmal. Dann wurde sie abgefüllt und dann ist er mit ihr ins Bett gegangen und wieder ins Bett und ganz schreckliche Szenen, was sie alles erzählt hat. Das will ich dir gar nicht erzählen. Und auf jeden Fall, seitdem ging ihr Leben den Bach runter. Und sie ist kaputt und am Ende und an diesem Nachmittag landete sie in diesem Gottesdienst, wie auch immer. Und ich habe gedacht, eigentlich hätte ich jetzt sagen können, oh du Arme. Also, weil ich bin jemand, der sehr viel Barmherzigkeit hat. Vor allem für Menschen, die gefallen sind und so weiter. Aber in dem Augenblick kam der Heilige Geist so stark über mich. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ich habe gesagt, liebe Frau, jetzt hören wir erstmal auf, hier zu manifestieren. Zack, sofort musste sie aufhören zu manifestieren. Jesus hat gesagt, schweig und verstumme. Und er musste schweigen und verstummen. Amen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, das Problem ist nicht der Teufel. Jesus hat den Teufel überwunden. Die Macht Satans ist zerbrochen über all denen, die zu Jesus gehören, wenn sie mit Jesus leben. Aber guck mal, dein Problem ist, dass du Kompromisse gemacht hast. Ja, aber der hat mich abgefüllt und dann ins Bett. Da sage ich, da ist der Kompromiss schon. Dass du Kompromisse mit dem Alkohol gemacht hast. Und jetzt sage ich nicht, du darfst keinen Alkohol trinken, überhaupt nicht. Da bin ich ganz anders. Aber eingestellt bei verschiedenen Menschen. Aber du musst wissen von Gott, wo du aufpassen musst, Kompromisse zu machen. Denn jeder von uns ist anders. Und du willst ja rein in das Verheißenland, in den vollen Aufbruch und Durchbruch in Österreich. Und der Heilige Geist ist so da, ihr Lieben, wir müssen nicht noch auf mehr warten. Es ist alles da. Bitte glaubt das, es ist alles da. Wir haben am Sonntag in Stuttgart, wir haben 100 Bekehrungen an einem Sonntag in 3 normalen Gottesdiensten gehabt. 100 gezählte Bekehrungen. Und nicht handheben und ja, nett und so weiter. Nach vorne gekommen, bekannt unter Tränen. Und der Heilige Geist ist powerful da. Und ich weiß, da gibt es Strongholds, aber ihr Lieben, das hauptsächliche Ding ist, die Kompromisse in unserem eigenen Leben müssen überwunden sein. Die Girgasita, die nicht so flüssig sind und nicht fest sind, die so lehmig und klitschig sind, diese Kompromisse müssen raus aus dem Leben. Und du kannst sie überwinden und wenn du es alleine nicht schaffst, dann gehst du zu einem Bruder, einer Schwester und die werden dir helfen, was das Zeug hält. In Jesu Namen. Amen. Da gab es einen dritten Feind, der unbedingt wollte, dass die nicht reinkommen. Und das waren die Amoriter. Hört sich so liebevoll an. Amor, Ritter, die Liebesritter. Ja? Aber es waren andere Ritter, die Amoriter. Amoriter heißt, vom Hebräischen kommen die Stattlichen, die Herausragenden und die Beredeten. Also die gut, bei uns würde man im Schwäbischen sagen, die gut schwätzen können. Ja, also die einfach eine Gabe haben, den anderen in Grund und Boden zu reden. Die alle überragen und die so cool sind. Und die Amoriter stehen für Stolz, für Selbsterhebung, für sich selber in den Mittelpunkt stellen. Und ihr Lieben, es gibt auch sowas wie einen geistlichen Stolz und den müssen wir überwinden. Wir so stolz sind auf das, was Gott durch uns tut und so weiter. Und ihr Lieben, wir können diesen Stolz und wir müssen ihn durch Gottes Gnade und Liebe überwinden, weil den Stolzen widersteht Gott und den Demütigen schenkt er Gnade. Ich erzähle euch was sehr Intimes, sehr Persönliches, weil ich selber habe das auch nicht geglaubt, dass das so ist. Ich saß gegenüber von noch nicht allzu langer Zeit einem der bekanntesten Prediger der ganzen Welt. Also 3/4 von euch kennen den garantiert mindestens vom Namen. Und wir hatten einen schönen Abend, waren beim Abendessen und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Das ist richtig spannend, mit so Leuten zu reden.
Und dann mittendrin, ich habe ihn nicht einmal danach gefragt. Dann sagte Peter, ich möchte mal sagen, was für mich die größte Versuchung ist, die größte Herausforderung als so ein bekannter Pastor. Und ich saß an meiner Ende, ich sage, wow, wer bin ich, dass er mir das erzählt? Aber ich glaube, dass er etwas zeigen wollte. Und ich glaube, dass es wichtig ist für dich und für mich auch. Er hat gesagt, weißt du, die größte Herausforderung für mich ist Stolz. Wenn du so gesegnet bist von Gott, finanziell und Massenmenschen und dieses und jenes und Weltruhm und Bücher und alles. Er sagt, wogegen ich am meisten kämpfe in meinem Leben, persönlich, in meiner Familie, in der Church, ist Stolz, sind die Amoriter. Und er sagt, immer wenn ich diesen Kampf gewonnen habe, ist Gottes Gnade, Gottes Fülle, Gottes Güte voll erfahrbar. Und wo immer Stolz in meinem Leben ist, da komme ich nicht genau in die Fülle von dem rein, was Gott für mich hat, weil Gott widersteht dem Stolz. Und ich dachte, für uns ist so wichtig in Österreich, dass wir jede Art von Stolz, und wisst ihr, auch den versteckten, den geistlichen Stolz, den merkt man nicht so, ja. Guck mal, wie schön ich anbete, oh, und wie herrlich und oh, genüsslich und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und guckt, habt ihr es gemerkt, wie geistlich ich bin? Wie gut ich drauf bin und wie der Herr mit mir ist? Und habt ihr es gemerkt, wie unsere Gemeinde wächst? Und habt ihr es gemerkt? Und die Bibel sagt, den Demütigen schenkt Gott Gnade. Und dann sagt dieser Mann, sagt, mein höchstes Ziel in meinem Leben ist, dass ich Demut lerne, wie Jesus demütig war. Da habe ich gedacht, ja genau, eigentlich geht es mir auch so. Das ist mein größter Wunsch, eines meiner größten Gebete für mich selber, dass Gott mich nicht nur demütig hält, es tut einem richtig gut, demütig zu sein, aber eben nicht so demütig, dass du schon wieder stolz bist, dass du so demütig bist. Das meine ich jetzt nicht. Sondern so echt demütig, dass Gott sagt, hey, echt cool. Das finde ich richtig klasse. Und ich würde vorschlagen, Feind Nummer 3, dass wir den Amoriter aufs Korn nehmen und sagen, du wirst genauso überwunden auf dem Weg ins verheißene Land. Wir werden dich killen, wir werden dich aus dem Weg räumen. Wir kommen in das Land der Verheißung. In Jesu mächtigem Namen. Und wer es glaubt, kann ein österreichisches Amen sagen. Jetzt kommt ein ganz heißer Feind, Feind Nummer 4, die Kanaaniter. Von denen habt ihr ganz sicher schon was gehört. Die haben was mit Kanaan, mit dem verheißenen Land zu tun. Die waren da nämlich drin vorher. Und Kanaaniter ist ein Händlervolk, redet von Unterwerfung, von Niederungen. Die Kanaaniter stehen eigentlich für etwas, was wir alle hier in der westlichen Welt so gut kennen. Gerade dieser Händler-Spirit, ja, für alles Geld, 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 Money, Money. Sie stehen eigentlich für Materialismus. Und es ist interessant, dass auf dem Weg ins verheißene Land, in den Aufbruch Gottes rein, den er für uns hat, dass Materialismus so ein ganz fetter, dicker Feind ist. Und bitte jetzt, keine Angst, ich glaube total an die Segnungen Gottes. Zum Beispiel ohne materielle Segnungen wäre sowas wie hier überhaupt nicht möglich, so eine Halle. Wäre unser Gospelforum überhaupt nicht möglich, wären Missionare auszusenden gar nicht möglich, wären die Armen zu speisen überhaupt nicht möglich. Versteht mich nicht falsch. Sondern Materialismus, dem wir selber uns unterworfen haben. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Habsucht ist eine der ganz fetten Wurzeln alles Übels. Und das spürst du heute in allen Medien. Es gibt ja kaum mehr irgendeine Fernsehsendung, wo nicht unterbrochen wird. Und dann, oh, und jetzt kannst du 5.000 Euro oder 10.000 Euro und am nächsten Morgen ist es auf deinem Konto und so weiter und so fort. Und permanent wird den jungen Leuten über Internet gesagt, wie du ganz schnell durch ein paar Videokurse im Internet ein Millionär werden kannst. Das greift um sich, das ist unglaublich. Und die wenigsten werden Millionäre. Aber der Spirit greift nach Menschen. Und wenn er uns ergriffen hat, will er uns verhindern, ins verheißene Land, in die Fülle von dem zu kommen, was Gott für uns hat. Einer der größten Angriffe, die wir bekommen haben als Gemeinde, ist, dass man uns vorgeworfen hat, wir verkündigen ein Prosperity Gospel. Also ein Wohlstandsevangelium, das besagt,
wir wollen im Prinzip, sage ich mal so, wir wollen all euer Geld. Und jeder, der richtig glaubt, wird Millionär oder so ähnlich. Sehr mal verkürzt und falsch dargestellt. Ich möchte euch mal was sagen, ich glaube total an die Versorgung Gottes. Ich erlebe sie jeden Tag. Alles, was wir haben und sind, bis rein in den privaten Bereich, bis hin, dass du ein Auto hast und was du für uns hast und so weiter, ist die Gnade und die Versorgung von Gott. Aber wir haben alles genauso erlebt, wie der Paulus schreibt. Ihr habt gelernt, mich wohl oder in dem Herrn zu bewegen, wenn es mir gut geht, wenn ich Überfluss habe, aber auch wenn ich Mangel habe. Meine Frau und ich, wir haben gelebt zusammen. Wir hatten das kleinste Auto bei uns über Jahre in der Gemeinde. Bis eine alte Schwester, die hatte noch damals, nach heutigem Wert etwa 5000 Euro, die hat gesagt, ich kann es nicht mehr ansehen, dass ihr dieses Auto fahrt. Es wird immer rostiger, immer älter mit jedem Jahr und immer unansehnlicher. Und die hat uns dann 5000 Euro für einen gebrauchten Passat damals gegeben. Und das war das erste gescheite Auto, was wir gefahren sind, nach Jahren. Wir haben am Anfang mit einer Familie, mit einem Kind für 700 Euro im Monat gelebt. Da könntest du heute gar nicht mehr von leben. Ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben. Und wisst ihr was? Wir lernen müssen. Wir müssen lernen, in finanziellen, materiellen Dingen vom Herrn abhängig zu sein. Auch für die ganz großen Dinge. Die Leute sagen, ja, ihr habt ja so großen Glauben für das große Zentrum da in Stuttgart gehabt. Ihr Lieben, wir hatten überhaupt keinen Glauben. Wir hatten Gottes Reden und haben das erst gar nicht glauben können. Und ich könnte jetzt so viele Geschichten diesbezüglich erzählen. Und du kannst nur eins tun, du kannst dich total in finanziellen Dingen abhängig machen von Gott und dann wird dieser materielle Spirit überwunden. Und ich möchte jeden heute Nachmittag hier ermutigen, weil du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt, du bist anders als diese Welt. Du bist ein Sohn, eine Tochter von Gott, du tickst anders. Du denkst anders, du lebst anders. Ich möchte uns ermutigen, dass wir die Prinzipien, auch die Finanzprinzipien der Bibel ernst nehmen, dass Geben glücklicher macht als Nehmen. Ihr Lieben, das stimmt tausendprozentig. Im Englischen gibt es so ein tolles Wort, das heißt, you can never outgive God. Du kannst nie mehr Gott geben, als er dir nicht noch viel, viel mehr zurückgeben würde. Und ihr Lieben, das stimmt. Alle, die ihr in finanziellen Nöten seid, auch Gemeindezentren, große Projekte auf dem Herzen habt, ihr Lieben. Es darf nicht aus dem Spirit eines Materialismus raus sein. Es darf nichts zu tun haben mit den Kanaanitern in unserem Leben. Es muss aus der Abhängigkeit unseres Herrn und seiner Inspiration herauskommen. Und ihr Lieben, dann vertraut uns Gott, wenn wir die kleinen Dinge gut handeln als Haushalter Gottes, dann vertraut er uns die großen Dinge an. Wer es glaubt, sagt Amen. Hey, die Kanaaniter, die materialistischen Spirits unserer Zeit, warten darauf, von dir überwunden zu werden. Krempel deine spirituellen Arme hoch und sag, hey, ihr kriegt es mit mir zu tun. Der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Da gab es noch einen fünften Feind und den schauen wir uns natürlich auch an. Der wollte verhindern, dass sie in das verheißene Land reinkommen und das waren die Perisiter. Kommt aus der Stammwurzel Bewohner des offenen Landes, ohne Grenzen, unbedeckt. Daher kommt das Wort Perisiter. Und dieser Feind steht, wie ihr sofort alle wahrscheinlich gecheckt habt, unbedeckt, ohne Grenzen, für grenzenlose Unreinheit. Ohne Scham, ohne Bedeckung, ohne Grenzen. Und ihr Lieben, es ist einer der Feinde, der dir überall entgegensteht und sagt, ich will nicht, dass du diesen Aufbruch und den Durchbruch ins verheißene Land erlebst. Ich möchte, dass die Gemeinden in Österreich, dass sie sich nicht in die Fülle von dem entwickeln, was Gott für sie hat. Ihr Lieben, da gibt es eine größere Power als die Macht der Perisiter. Und das ist der Heilige Geist in dir. Es ist ein reiner Geist. Und ich spüre etwas, je mehr der Heilige Geist wirkt, umso mehr kommt eine Sehnsucht nach Reinheit. Dieses ursprüngliche, Heilige, dieses Heilige heißt ja besonders. Absolut nichts Irdisches, nichts Profanes. Es ist eine Eigenschaft, die eigentlich nur Gott hat und die nur der bekommt, dem sie Gott gibt. Die kannst du nicht erarbeiten, sondern du kannst Heiligkeit nur von Gott geschenkt bekommen durch den Geist der Heiligkeit. Er ist es, der uns heiligt.
Und wenn er uns heiligt, dann können wir uns besonders für ihn auf die Seite stellen. Und dann werden wir besonders. Gott hat es mal so klar zu mir gesprochen, weil wir hatten immer früher in der Bibelschule mit Aussondern und so. Ich habe es immer nicht so ganz kapiert, bis Gott zu mir sagt, Peter, heilig heißt besonders sein. Anders sein als das Normale in der Welt. Göttlich inspiriert sein, rein zu sein, göttlich heilig, schön, rein von ihm inspiriert zu sein. Und ihr Lieben, das gibt es in unserer Zeit. Das gibt es auch für die, die im Internet gebunden sind, die sich Dinge anschauen, die ihr ganzes Denken, ihr Fühlen, ihre Emotionen in eine unmögliche Position bringen. Egal was es ist. Eine Mutter kommt zu mir. Die haben ein Pflegekind aufgenommen. Und dieses Pflegekind war ganz normal am Anfang dankbar, dass es bei der Familie leben durfte. Und dann hat sich dieses Mädel ganz komisch entwickelt. Und dann kam es in eine Form von Magersucht rein, die absolut lebensbedrohlich wurde. Kleines Mädel, ganz nettes. Plötzlich, die wurde dünner und dünner und wir sagen, irgendwas stimmt nicht, haben mit denen gesprochen, ja, und wir beten und alles und so weiter und so fort. Dieses Mädel hat nichts von dem, was da im Hintergrund lief, in ihren Eltern oder Pflegeeltern gesagt. Bis eines Tages die Mama in ihrem Zimmer per Zufall etwas findet mit einem Hinweis auf eine Webseite. Die Mama war besorgt, geht auf diese Webseite und findet einen Internetzugang zu einem zu einer Plattform, wo ganz besonders jungen Teenager-Mädchen, ganz klare Zielgruppe, gezeigt wird, wie sie sich systematisch zu Tode hungern und wie sie inspiriert werden, ermutigt werden, dämonisch durch andere Menschen, durch dämonische, inspiratorische Dinge gebracht werden, Dinge zu tun, die dein eigenes Leben zerstört. Und kein Pastor, kein irgendjemand konnte dagegen etwas tun, bis es aufgeflogen ist. Und dann kam es in eine extra Spezialbehandlung und so weiter und so fort. Es war eine ganz, ganz kritische Situation, die wäre beinahe gestorben, das Mädel. Was will ich damit sagen? Es gibt Dinge, grenzenlosen Zugang zu Dingen, die heute alles, was damals an Werten, an Schutz, an Bedeckung, an Reinheit und an diesen Dingen ist, in Frage stellen. Und das sind die Perisiter. Und wenn du Grenzen in deinem Leben überschritten hast, und wenn du spürst, Dinge sind da, die dich lähmen oder zurückziehen, habe ich eine gute Nachricht heute Nachmittag für dich. Deswegen bist du da und deswegen hörst du Gottes Wort. Dieser Feind, Perisiter, kannst du im Alten Testament an vielen Stellen nachlesen, ist vom Volk Gottes überwunden worden und sie kamen ins verheißene Land, weil Gott war mit ihnen. Wir haben vorhin gehört, Wolken und Feuersäule. Gott war spürbar mit seiner manifesten Gegenwart und Power da. Und ich möchte euch etwas sagen. Ich glaube, dass es in Europa wieder eine Renaissance des Befreiungsdienstes geben wird. In christlichen Gemeinden etabliert, sie werden die Spezialisten sein, in ihren Nationen und Städten Menschen von dämonischen Mächten zu befreien. Und es wird ja heute schon überall, oh, bitte rede nicht öffentlich und die Medien sind dabei und so weiter. Und ich weiß, wir haben so viel Ärger deswegen bekommen. Aber ihr Lieben, wir haben so viel Segen gesehen, wie tausende Leute frei geworden sind von dämonischen Mächten. Vor einer Woche saß in meinem Büro einer der höchsten Imame aus einem Land im Nahen Osten, der sich bekehrt hat, weil Jesus ihm dreimal im Traum und einmal leibhaftig erschienen ist. Er wurde von seiner Frau rausgeschmissen, hat sich von ihm scheiden lassen. Er wurde verfolgt bis auf Blut und ist nach Deutschland geflohen. Kam nach Berlin, dort hat man ihn beinahe umgebracht. Und so kam er über Umwege in Kontakt mit uns. Und jetzt hat Gott ihm einen Dienst gegeben, auch übers Internet, dass ganz viele höchstrangige Leute aus seiner früheren Religionsgemeinschaft zum Glauben kommen, übers Internet. Weil er ist so ein studierter Mann auf einer der höchsten Universitäten, dass er fast wie Paulus jeden in Grund und Boden diskutieren kann. Aufgrund
ihres heiligen Buches, in Anführungszeichen, weil er aus ihrem heiligen Buch beweist, dass Jesus der Messias der Moslems ist. So. Und jetzt saß er da, hat viele unzählige Menschen zum Glauben geführt. Und dann erzählt er mir, dass er nachts Besuch bekommt laufend. Und zwar immer schon, seit er gläubig ist. Ist nie weggegangen, hat gebetet, gefasst, ist nie weggegangen. Weil ihr Lieben, manche Dinge gehen nicht einfach so weg, die müssen wir raustreiben in Jesu Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und manchmal muss es jemand tun, der eben nicht unter dieser Macht selber steht. Und dann saß er dort. Und dann habe ich gefragt, ob ich für ihn beten darf, habe ihm die Hände aufgelegt. Und dann fing er an, ich war so erschrocken selber, so zu manifestieren. Und dann erzählte mir, ich wusste das alles nicht, wie je höher du in der Hierarchie dort läufst, wie du Bünde machst mit der unsichtbaren Welt und die Geister einlädst, die dir Macht und Vollmacht geben über ganze Menschen und Massen und auch Theologien da und so weiter und so fort. Und dann schrien diese Dämonen, fuhren aus, er ist schier erstickt daran. Und nach wenigen Minuten war er komplett frei. Sein Gesicht war 180% anders. Wie ein kleiner Bub, weich. Die ganzen harten Züge, ich weiß, die kennt ihr auch. Ja? Die seht ihr tausendfach überall. Ihr Lieben, da stehen manchmal so viele schwere, schmerzhafte Dinge dahinter, aber auch geistliche, negative Kräfte dahinter. Und die Menschen brauchen Befreiung, ihr Lieben. Unsere Gemeinden, die Hoffnung der Welt, müssen Zentren der Befreiung werden. Du musst lernen, wie man diese Mächte aus Menschen herausbefiehlt durch die Autorität und Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt ist die Zeit, ihr Lieben, die Parasiten müssen raus und diese negativen Geister und alle anderen auch. Der sechste und vorletzte Feind, das sind die Heviter. Und Heviter, Bewohner der Mitte oder eine Lüge leben, so kann man das übersetzen, steht für das, was in Mitteleuropa wir überall sehen, von Griechenland kommen, für den Humanismus. So diese Mitte finden, finde deine Mitte. Da gehört auch alles Esoterische dazu und so weiter. Die Verwirklichung, wo der Mensch die Mitte ist. Der Mensch das Zentrum ist und nicht mehr Gott. Und ihr Lieben, ich leide drunter. Gott will, dass wir alle darunter leiden, dass Gott in unseren Ländern nicht mehr im Moment das Zentrum ist. Weil das verändert unser Gebetsleben, wenn du wieder rufen und schreien kannst und flehen kannst für deine Nation, für die Kanzler und die Minister und die Bürgermeister und wie sie alle heißen. Hey, die brauchen die Hilfe des Allerhöchsten. Wir wissen ja oft gar nicht, wo die unter Druck sind, wie die manipuliert werden, auch wieder Zauberei und alles Mögliche drin ist. Ich möchte das gar nicht jetzt öffentlich zu weit reingehen. Wir könnten so viele Geschichten erzählen. Aber Gott möchte, dass wir ganz klar das fokussieren. Es gibt einen Feind, der so lieb und so nett aussieht, so hevitisch, ja, so humanistisch. Ja, der Mensch ist im Mittelpunkt. Alle, du bist so gut, alles ist so gut. Ihr Lieben, bei uns ist gar nichts gut ohne Gott. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir sind schuldig geworden. Wir haben gegen Gott gearbeitet. Unsere Zukunft ohne Gott ist nicht der Himmel. Es ist ein Ort der Verlorenheit, der Vereinsamung, der Lieblosigkeit, wie du es auch immer nennen willst. Und diese Erde, Österreich, ist erlösungsbedürftig. Und da muss der Durchbruch hin. Dieser Feind muss besiegt sein, muss aufs Korn genommen, Humanismus. Ich will nicht Teil einer humanistischen Philosophie und Lebensweise in meinem eigenen Leben sein. Ich, Peter, bin doch nicht das Zentrum der Menschheit oder der christlichen Menschheit oder von irgendjemand. Ich bin ein ganz normaler, einfacher Mensch, der durch Gottes Gnade und Liebe transformiert worden ist. Und du ganz genauso. Und ihr Lieben, dieser Humanismus wird so stark gefördert im Moment, politisch, sozial, wirtschaftlich. Ihr müsst mal gucken, da kommt alles aus diesem Spirit raus, aus diesem hevitischen Geist, diesem Feind, der nicht will, dass ganze Nationen in das verheißene Land, in die Bestimmung Gottes kommen. Und ich prophezeie heute Nachmittag, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, ist das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Der in uns ist, ist doch viel größer als der in der Welt ist. Und ihr Lieben, wenn es jemand gibt, der diesen falschen, oft unentdeckten, humanistischen Spirit adressieren kann, nicht in der Öffentlichkeit, wir sind ja hier unter uns, sondern ihr Lieben, im Gebet, frühmorgens im Morgentau oder wie das Ding, abends spät, am Tag, auf der Toilette, unter der Dusche, wo du betest, reiß es nieder in Jesu Namen. Er, der in dir ist, hat doch viel mehr Kraft als der in der Welt ist.
Wir haben die Vollmacht zu binden und zu lösen. Siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Vollmacht über die gesamte Macht des Feindes. Über alle Heviter, Perisiter, Girgasiter, Amoriter und wie sie alle heißen. Denn er ist in unserer Schwachheit mächtig. Er möchte so stark Mut zu sprechen, auch zum ganz klar adressierenden Gebet. Jesus sagt, sprech zu dem Berg. Wann hast du das letzte Mal zum Berg gesprochen? Siehst du, es ist wichtig, dass wir drüber reden. Und da redet er nicht von den wunderschönen Alpen in Österreich, sondern zu geistlichen, spirituellen Bergen, Widerständen, humanistischen und wie auch immer, hohen Gedankengebäude, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Die Bibel sagt, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott zum Niederreißen von Festungen, von Gedanken, die sich gegen die Erkenntnis Christi erhoben haben. Halleluja, hey, was bist du für ein Mann, Frau, was hat Gott dir geschenkt? Und dann müssen auch unsere lieben Heviter weichen. Und damit bin ich am Schluss beim siebten und letzten Feind. Und den nennen wir die Jebusiter. Und die waren ja Jerusalem. Dort waren sie drin. Der Stadt des großen Königs. Musst du dir vorstellen, die hatten die belagert dort. Aber Gott hatte viel größere Pläne. Ihr Lieben, alles, was Gott vorhat, das erobert werden soll für das Reich Gottes, wird erobert werden. Ich glaube, dass Christen viel zu viel Angst haben. Auch vor allen möglichen, auch vor Moslems und allen möglichen Dingen. Hey, das sind doch ganz normale Menschen. Die brauchen die Liebe von Gott. Die brauchen die Power von Gott. Die müssen sehen, dass Jesus in uns stärker ist, als der, der in der Welt ist. Weil diesen Gott kennen sie nicht. Sie kennen nur einen Gott, vor dem man Angst haben muss, vor dem man nicht genau weiß, wo man dran ist. Aber ihr Lieben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben für alle Menschen. Und alle kommen über ihn zum Vater, der in den Himmeln ist. Und jetzt sind wir bei diesem siebten Feind, bei den Jebusitern. Und Jebusitern, das ist, heißt Zertretung oder Fertigmachen oder Zertrampeln. Okay? Jebusiter stehen für das, was kaputt macht, zertrampelt, niederdrückt und so weiter und so fort. Und die Rede ist natürlich, das habt ihr sofort gemerkt, von jeder Form von Entmutigung und Verdammnis. Und ihr Lieben, dieser Feind muss überwunden werden. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Come on, wir müssen da dranbleiben. Das lang nicht, das zwei, dreimal bekannt zu haben und sagen, oh, ein schönes Lied gesungen, sondern jeden Tag neu, wenn du jemanden das Evangelium bringst, du wirst entmutigt, weil es nicht so gelaufen ist. Hey, dann gehst du zurück zum Herrn und sagst, du bist meine Ermutigung, du bist meine Freude. Vor deinem Angesicht ist die Freude in Fülle und Lieblichkeiten in der Rechten immer da. Du bist mit mir, wer kann gegen mich sein? Du, der du deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich dahingegeben hast, wie wirst du mir mit ihm nicht alles andere schenken? Ihr Lieben, Gott ist mit uns. Und Ermutigung ist das Gebot der Stunde in der Kirche Jesu Christi. Eine Gemeinde wird dann die Hoffnung der Welt sein, wenn sie einen Spirit der Ermutigung permanent kultiviert und jede Form von Verdammnis, von gegenseitig fertigmachen, runtermachen, zertrampeln, gegenseitig beschuldigen, Finger ausstrecken, aus ihrer Mitte verbannt. Wer es glaubt, sagt Amen. It's powerful. It's powerful, ihr Lieben. Und die Jebusiter in unserer Zeit, die Jebusiter, ihr Lieben, der letzte, siebte Feind, bevor es ins verheißene Land geht, jede Form von Verdammnis, Anklage, Niedermachen, Zerstören, auch einheitszerstörende Dinge gehören dazu, muss aus dem Volk Gottes raus sein. Ich selber habe für mich nie eine Zeit erlebt, wo ich mehr für die Einheit des Leibes Christi eingestanden bin als jetzt. Und ich weiß, es wird immer mehr, weil es ist das größte Geheimnis für die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch. Die Einheit, die Christen unterschätzen immer noch, was Jesus im hohenpriesterlichen Gebet gesagt hat. Dann werden alle sehen, dann werden alle glauben können, dass Jesus gesandt ist vom Vater. Dann, wenn wir eins sind, wie der Vater und Jesus eins ist, hohe Qualität. Und ich proklamiere heute Nachmittag prophetisch, weil der Geist Gottes ist auf mir.
Und dann kannst du viele Dinge tun, wenn du spürst, der Geist Gottes ist auf dir. Und ich proklamiere über Österreich, der Prozess der Einheit, der immer stärker in den letzten Monaten und Jahren geworden ist, der ist noch nicht abgeschlossen, der wird noch weitergehen. Wir werden Dinge sehen, die wir nicht für möglich gehalten haben, wie Gott aus verschiedenen Kirchen Leute erweckt und wie wir ihnen zujubeln und danken, dass Gott sie erweckt hat, auch wenn sie nicht aus meiner Kirche sind. Und sie werden uns dienen, sie werden dem ganzen Leib dienen, wir werden einander dienen, ganze Städte werden vereint sein, Christen werden vereint und ganze Städte einnehmen für Jesus. Ich prophezei es in Jesu Namen. Wir sehen das jetzt. In Stuttgart, wir hatten so viele Jahrzehnte, so schwer, so konservativ, so schrecklich. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, bis vor ein paar Jahren, 2-3 Jahren. Und dann viele Gebete. Schließlich eine Wende, kann man nicht erzählen. Und jetzt plötzlich gehen Dinge, die vorher nie gegangen sind. Ich erzähle euch vielleicht am Samstag ein bisschen darüber, was gerade passiert. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist, das sind die Dinge, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben. Ihr Lieben, da gibt es eine Menge Feinde. Und Paulus schreibt im Korintherbrief, und er sagt, alles, was das Volk Israel damals im Alten Testament erlebt hat, ist euch zum Vorbild geschrieben, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Damit wir daraus lernen. Und diese 7 Feinde des Volkes Gottes im Alten Testament, die verhindern wollten, dass sie dort in dieses verheißene Land reinkommen. Ihr Lieben, die müssen im Neuen Testament überwunden werden durch den, der in uns ist. Durch dich und durch mich. Durch die Gemeinde, die Hoffnung für Österreich und für die Hoffnung für diese Welt ist. Und es ist für mich sehr wichtig, dass wir spüren, hier gibt es etwas, was nicht einfach von selber geht oder passiert, sondern wo Gott dich mit reinnimmt und wo er dich auch fragt heute nochmal, bist du ein Teil davon? Willst du gegen die Hethiter vorgehen, gegen den Geist der Angst? Kann ich auf dich zählen, dass du die Kompromisse, die Girgasiter im Leben, so nicht Wasser und nicht fest, sondern dieses lehmige, schlammige, dass du sie angehst? Und der Stolz, der Amoriter, dass du sagst, ja, ich will Demut, und zwar echte, so wie du sie magst. Und die Kanaaniter, der Materialismus, der so viel Kraft nimmt, so viel Distraction, so viel Ablenkung bringt. Und, oh, Geld und Materialismus, das ist, Jesus sagt, du kannst nur mir dienen, wenn du dieses Ding überwindest. Und 5. die Unreinheit der Perisiter. Ich glaube, dass Gott einige ganz stark ruft an dem Gebet. Gott verdammt dich nicht, überhaupt nicht heute Nachmittag. Aber du musst wissen, das ist dein Feind. Verstehst du? Wenn du mit ihm Kompromisse machst, sagst du, ach komm, sei willkommen, du lieber süßer Ehebruchgeist. Willkommen, du kleines pornografisches Männchen oder Weibchen oder was auch immer. Filmchen oder Zeitschrift oder Internet, was auch immer. Hey, Gott ruft dich heute Nachmittag. Er gibt dir seine Kraft zu überwinden. Und wenn du es allein nicht schaffst, holst du dir jemanden und gehst gegen die Feinde vor. Es ist ein Feind. Und der Humanismus, die Hevita, unbedingt in unserem Land. Und Entmutigung und Verdammnis, die Jebusita. Sie warten darauf, von dir überwunden zu werden. Ich dachte mir so, können wir es nicht so machen heute Nachmittag, dass wir Jesus einladen, den König aller Könige, durch seinen Heiligen Geist zu kommen. Und dass er uns mit seiner Inspiration, mit seinem Kampfgeist, mit seiner himmlischen Inspiration, auch mit seinem Wort, dass es nicht aus unserem Herzen rausgeht. Sein Wort verändert uns ja, ist voller Kraft. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, ist voller Kraft. Ich glaube, das war sein Wort für heute Nachmittag für uns. Dass er uns durch all seine göttlichen Möglichkeiten stark macht, dem Feind zu widerstehen. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel und dann wird was passieren. Er wird von dir fliehen. Österreich hat eine gute Zukunft. Wien hat eine gute Zukunft. Die Städte in diesem Land haben eine gute Zukunft. Weil die Gemeinde, die Hoffnung dieser Welt ist, ihre Kraft entwickelt. In die Verheißung, in die Fülle von dem einzudringen, was Gott für sie hat. Komm, wir stehen zusammen auf. Ich spüre, Gottes Kraft ist so mächtig hier. Und wenn du möchtest, streck doch deine Hände aus zu deinem Herrn.
Gott hat schon seine Hand auf dich gelegt. Gerade jetzt ganz viele spüren, auch physisch jetzt, physisch, im Raum des Physischen, die Kraft Gottes. Seine Liebe und seine Kraft ist jetzt für dich da. Er ist der, der will, dass du mehr als ein Überwinder bist, durch den, der dich mächtig macht, Jesus. Und jetzt nimm seine Macht, nimm die Kraft von Jesus. Und Heiliger Geist, füll du Jesus jetzt ganz neu mit deiner Herrlichkeit, mit dem Tau des Hermon und dem Balsam von Gilead. Komm, füll du jeden ganz neu mit den Kräften der zukünftigen Welt. Ich bete, dass ein heiliger Punch, ein Geist der heiligen Entschlossenheit jeden ergreift in diesem Augenblick. Komm noch mehr, Heiliger Geist, mit deinem mächtigen Wind und mit deiner Herrlichkeit. Komm mit deiner Freiheit und deiner Kühnheit auf deine Söhne und deine Töchter. Ich spüre, wie der Heilige Geist zu ganz vielen auch persönlich redet. Ganz viel. Du weißt einfach jetzt gerade Dinge in deinem Herzen, du wirst an was erinnert. Das ist der Heilige Geist. Und während wir in seiner Gegenwart sind, red doch einfach mit ihm. Sag, Herr, ich gebe dir das jetzt ab. Ich schleudere auch meine Sorgen auf dich, meine Ängste, meine materiellen Dinge, alles das, was da unbedeckt ist in meinem Leben. Alles, was mich irgendwo weggezogen hat von dir. Alles, was runterdrücken wollte, verdammen wollte, all das muss weg jetzt, in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine Kraft, deine mächtige, mächtige, mächtige Kraft. Und ich spreche jetzt deine Freiheit aus über jedem Einzelnen hier, der sein Herz für dich geöffnet hat. Und Herr, ich danke dir für den Geist des Durchbruchs von Baal Perazim, dem Herrn der Durchbrüche. Komm, füll du jeden mit dieser heiligen Kühnheit, mit deiner Durchschlagskraft und himmlischen Energie und Macht. Und ich flute deine Söhne und deine Töchter mit deiner Gnade und deiner Güte und Freundlichkeit in Jesu Namen. Gottes Hand ist so stark auf dir. Halleluja. Vielleicht können wir etwas tun, weil die Zeit ist schon abgelaufen. Vielleicht können wir noch ganz kurz eine Minute etwas tun. Neben dir steht jemand, der unwahrscheinlich wichtig und wertvoll für Gott ist und damit auch für dich. Und vielleicht kannst du ganz kurz für ihn beten. Sag, gibt es irgendwas, wo ich für dich beten kann? Und dann nach einer Minute wechselt ihr und der andere betet für dich. Wollen wir das tun? Los geht's. Eine Minute. Such dir eine Person und dann beten wir füreinander.
and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all it is. Your presence, tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free, my shame is